Ja, kennst du das Problem? Dass du viele Sachen in deiner Handtasche hast und du nichts mehr wiederfindest? Ja, klar. Es ist ein kunterbuntes Unterfangen, sag ich mal so. Du hast da drin einen Lippenstift, Bürste, Kaugummi, Nagelfeile, Sonnenbrille, Lipgloss, Schlüssel, Puder, Spiegel, Wimperntusche, Handy. Sonnenbrille. Sonnenbrille habe ich schon gesagt. Ja, ich habe aber zwei Sonnenbrillen. Ach so. Jedenfalls, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob es für dieses eklatante Problem nicht eine Lösung gibt. Und ich habe sie gefunden. Nein, ich schwöre. Oh mein Gott, Larissa, ich bin so gespannt wie ein, sehr gespannter Mensch. Warum nimmt man nicht anstatt eine Tasche, wo viele Sachen drin sind, viele Taschen, wo immer nur eine Sache drin ist? Oh mein Gott, Larissa, du hast recht. Ja. Außerdem, hallo, wofür hat man denn so viele schöne Handtaschen, wenn man immer nur eine benutzt? Genau. So. Hier drinnen ist zum Beispiel ein Lippenstift. Da, ganz klar, mein Schlüssel. Und hier, in der anderen, ist eine Nagelfeile. Nee, in der nicht, warte. In der vielleicht? Wo ist die Nagelfeile? Warte. Wo hab ich die reingemacht? Wo ist die Nagelfeile? Larissa, vielleicht muss man da doch Schilder dran machen mit Dings, Wörter drauf. Ja! Und die klebt man dann einfach mit der Heißklebepistole dran. Ja! Yeah! Heißklebepistole! Ich liebe die Heißklebepistole so sehr. Ich schwöre, Leute, ey, man sollte sie immer dabei haben. Du meine Güte, ich tue sie einfach in eine Handtasche. Ja, aber in welche? Dafür muss ich mir dann noch eine neue Handtasche kaufen. Oh nein, was für ein schlimmer Umstand. Was für ein Stress. Soundboy.